Ich sag mal so, man muss auch wissen, wo man gerade sitzt. Unser jetziger noch Aushilfskanzler, also der Olaf, also unser zukünftiger Bundeskanzlerin, der weiß ja anscheinend auch nicht immer, bei wem er gerade ein Interview abgibt oder vor welchem Untersuchungsausschuss er da Platz genommen hat. Gut, der hat ja jetzt auch viel um die Ohren, der Olaf. Und da kann sowas schon mal passieren. Darf aber dem zukünftigen Regierungschef nicht passieren. Also, jetzt akut verwechselt der Scholz-Schlumpf eher gerade den Wirecard-Untersuchungsausschuss und die Pressekonferenz von den Spezialdemokraten. Statt nur dem Volke mal die künftigen Sozialminister, insbesondere den nächsten Gesundheitsminister zu benennen, denkt der Olaf wohl, der Wirecard-Untersuchungsausschuss tagt noch. Und da beruft er sich lieber auf einen temporären Gedächtnisschwund und sagt einfach mal gar nichts. Das habe ich auch so zu der Heike gesagt, dass der Olaf nichts gesagt hat. Und da hat die Heike gesagt, Norbert hat die Heike gesagt, die Frau Merkel hat doch auch immer nichts gesagt oder zumindest fast nichts gesagt. Und was soll ich sagen, da hat die Heike aber mal recht. Und die paar Tage bis zum Parteitag der Sozen können wir ja nun auch noch warten, um zu erfahren, dass der Karl Lauterbach vielleicht doch nicht Gesundheitsminister wird. Der Olaf macht das schon. Der Gentleman genießt und schweigt, so heißt er doch so schön. Und sonst sagt der Ex-Bürgermeister von Hamburg, sei er sowieso auch immer nicht viel. Und so ist er ja auch schließlich dahin gekommen, wo er jetzt ist. Ich sag mal so, man muss auch schweigen können. Was meinst du? Hat der Lauterbach überhaupt Zeit für den Job oder muss er dann erst bei Plasberg, Will, Maischberger und Lanz erst kündigen tun?